Willkommen bei Physik Astro TV. Wir beginnen nämlich heute mit unserem Projekt, wo man ein eigenes Sonnensystem entwerfen. Jetzt haben wir im Moment den ersten Teil. Und da werden wir das Ganze mit Universe Sandbox machen. Zuerst werden wir ein System erstellen aus 7 Planeten und 4 Zwergplaneten. Wenn ich nämlich Planeten hinzu einfüge, muss ich natürlich zuerst den konkreten Abstandsbereich machen, also von den ersten Planeten an sich, damit ich auch die Umlaufbahnen sehe. Genau. So. Die Wasserschrauben mal ein bisschen runter. Und die Dichte machen wir ein bisschen kleiner hier. So, das ist so okay. Rotationszeit können wir alles so lassen. So. Astronomische Einheiten, weil da lässt sich das besser berechnen. Jetzt füge ich das Perizentrum ein, der nächste Abstand zum Stern. Genau, das ist gut, oder? So ist es perfekt. Diese Zusammensetzung überprüfe ich jetzt. 7% Wasser, machen wir so. Dann schauen wir mal, ob dieser Planet eine Atmosphäre hat. Den Albedo schrauben wir hier runter. Und wir verzichten einfach auf Wasser. Wir machen hier einfach mal einen Planet ohne Atmosphäre als erstes. Das ist, denke ich mal, keine schlechte Idee. So, das ist der erste Planet. Jetzt kommt der zweite. Der zweite Planet hat einen etwas anderen Abstandsbereich um den Stern herum. Das ist ein Gasplanet, was wir hier planen. So, erstmal die Entfernung anpassen. Hier ändern wir an den Eigenschaften mal nichts. Kann ruhig so bleiben, wie es ist. So. Genau. Perizentrum. Das tun wir hier auf 0,8 astronomische Einheiten festlegen. Genau. 0,798. Zusammensetzung, na gut, wir wissen ja, dass ein Gasplanet voll überwiegend aus Wasserstoff besteht. Normalerweise auch aus Helium. Nur Helium haben wir hier natürlich leider nicht als Angebot. Deswegen können wir auch noch Wasserstoff erwähnen. Also Wasser scheint hier einen sehr interessanten Siedepunkt zu haben. Einen sehr interessanten Gefrierpunkt zu haben. So eine Temperatur gibt es ja gar nicht, aber egal. So, und den Albedo setzen wir auf 0,22. Der dritte Planet ist auch eine Gasriese. Der befindet sich schon etwas weiter außen von unserem System. Das. Genau. Diesen Planeten machen wir ein bisschen kleiner, weil, naja, gut, die Größe ist in Ordnung. Eigentlich können wir den sogar ein bisschen größer machen. So. 40.659 Kilometer Durchmesser. Der Rest bleibt erhalten. Naja, wenn der Tag gerade mal eine Stunde dauert, ist schon ein bisschen kurz. So. Ich denke mal, 10,3 Stunden ist besser. Na gut, aber es ändere ich natürlich jetzt nicht bei jedem Planeten. Also bei manchen ändere ich das. Bei manchen lasse ich es so, wie es ist. Es kommt halt drauf an, was wir hier für einen Planeten vor uns haben. Das ist uns ein bisschen weit. Machen wir es
Optimieren wir das mal ein bisschen. Genau. Und dann lässt sich das hier besser einstellen. Genau. So. Machen wir das noch mal ein Stückchen kleiner, die Halbachse. So ist perfekt. So. 71% Wasserstoff. Machen wir einfach mal 76 draus. So, unser dritter Planet ist auch fertig. So, unser vierter Planet ist wieder ein Gesteinsplanet. Der liegt ein bisschen weiter von dem Stern entfernt. Machen wir es so hier. Ja, das ist okay. Bisschen größer machen. So, und dann passt das schon. Jetzt passen wir noch die Rotationszeit hier ein bisschen an. So, zeig mal 4,3 Tage. So, ein bisschen näher am Sternchen ran. Also fast gen sogar genauso, wie ich es eigentlich wollte. So. Perfekt. Genau. Dieser Planet wird zu 29% aus Wasser bestehen. Und zu 7% aus 35% Wasser. Durch den Eis hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und 7% Eisen, knapp 8 und 56% Silikat. Da passen wir den Albedo mal auf. Machen wir ein Albedo von 0,5 hier. Und das hat eine Atmosphäre. Schon eine etwas bessere. 1,46 Kilopascal. Das ist sozusagen die dreifache Atmosphärenmasse, was die Mars hat, mit einem Atmosphärendruck von 1,48 Kilopascal. So, das ist, denke ich mal, so okay mit dem Planeten. Lassen wir das so. Vierter Planet. Nee, jetzt der fünfte Planet schon. Ein Gesteinsplanet. Mit einem sehr großen Abstandsbereich um den Stern. Da sehen wir ja, dass das ein sehr exzentrischer Umlaufbahn hier wird. 9,24. Genau. Und das passt mir jetzt an, sodass auf 16,4 ungefähr kommt. Natürlich aber natürlich nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. So kommt es niemals auf 16,4. 16,4 wäre nicht schlecht. Genau. So. Da haben wir unsere 16,4. Dieser Planet besteht zu 80% aus 81% aus Wasser. Da wird man schon eher sagen, bei der Entfernung zum Stern schon eher aus Wassereis. Genau. Wir machen ein Bild von 0,2 mit einer Atmosphäre, die sogar dichter ist als die von der Erde. Und den Planeten machen wir ein bisschen kleiner. Und die Dichte etwas größer. Genau. So, machen wir unseren sechsten Planeten. Und da haben wir ja schon bald das Sonnensystem fertig. Da müsste man dann nur noch die Zwergplaneten machen. Und dann können wir ja schon weitermachen. Okay, sechster Planet. Machen wir diesen Abstandsbereich. Der ist auch ein bisschen massenreicher als die Erde.
Da ist auch sehr dicht, hat eine sehr große Dichte. Besteht zu 15% aus Eisen, zu 4% noch aus Wasser. Naja, ich glaube, wenn ich natürlich den Wasseranteil erhöhe, nimmt hier, glaube ich, die Dichte auch ab. Nee, doch nicht. Okay, das ist gut. Nochmal 16% Wasser. Ja, Albedo, das passt. Das lassen wir jetzt hier mal so, wie es ist. Und die Rotationszeit halbieren wir ganz einfach auf. Oder vierteltieren. Machen wir es am besten so. Von 20 Tagen auf 5 Tage. Vierteltieren, also. Sowas sage ja auch nur ich. Okay. Das müssen wir noch machen. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, stimmt, es gibt sogar einen schnelleren Weg. So. 21,7. 27,1. Die große Halbachse passt man noch mal ein bisschen an. Oh, das ist 26. 4 wird, genau. So ist es okay. Jetzt kommt unser letzter Planet. Auch ein terrestrischer Planet oder Gesteinsplanet genannt. Was ist mit der Maus los? Okay, die Maus spinnt wieder mal von mir. Wahrscheinlich geht die Batterie bald alle, keine Ahnung. So. Wir ändern diesen Planeten hier nicht. Der bleibt wie es ist. So. Das soll auch kein allzu großer Planet sein. Und das hier vierteltieren wir wieder mal. Das muss natürlich angepasst werden. Machen wir so hier bei dem Planeten. Zusammensetzung 2% Wasser. Albedo senken wir auf 0,1 und eine ultradichte Atmosphäre von 8 Erdmassen. So, jetzt haben wir schon unsere 7 Grundplaneten schon fertig. So. Das heißt, dass wir jetzt nur noch die Zwergplaneten machen müssen. Und schon ist unser Sonnensystem mit Universe Sandbox fertig. Für den ersten Teil von unserem Projektchen. Zufälliger Gesteinsplanet ist. Ah, da machen wir einfach mal einen Zwergplanet raus. Hier machen. Hier irgendwo in dem Abstandsbereich den Zwergplanet hin. So. Hier schreiben wir auch Zwergplanet hin, damit man das auch unterscheiden kann. Zwergplanet, damit ich das hier nicht vergesse. Genau. So. Für ein Zwergplanet wäre natürlich 1,8 Sonnen Erdmassen ein bisschen zu viel. Weil dann wäre ja die Erde nicht nur ein Zwergplanet. Dann würde die Erde unter Kleinwuchs, unter Zwergwuchs leiden. So. Das ist für ein Zwergplanet schon ein bisschen zu groß. Ein richtiger Zwergplanet ist das. So richtig klein. Richtig schön. Klein dieses Ding. Mit 3% der Erdmasse. Gerade mal Radius von 1183 Kilometer, schon ein etwas größerer Zwergplanet. Wie ich sehe. Deswegen passt man das Ganze noch weiter an. Gehe das jetzt mal. Genau, jetzt haut es hin. So. Aber jetzt haben wir einen richtigen schönen Zwergplanet. Mit Durchmesser von 3600 Kilometer. Das ist schon ein etwas größerer Zwergplanet, aber das ist in Ordnung. Die Rotationszeit senkt man auf 6, 7,3. 36% Wasser.
So, Albedo 0,3 ohne Atmosphäre. So, da machen wir jetzt unseren zweiten Zwergplaneten. Der liegt hier an dem Abstandsbereich. Wird auch diesen Planetenbahn hier kreuzen. Na gut, der Planetenbahn von Pluto schneidet auch den Planetenbahn von Neptun. Der ist ein bisschen groß, den löschen wir am besten. Nee, das geht so nicht. Das ist so nicht in Ordnung. So, weg damit. So, nehmen wir das so. So, jetzt müssen wir hier unseren Planeten, unseren Zwergplaneten noch optimieren. Das sollte den Umlaufbahn von diesem Planeten am besten kreuzen. Dann machen wir es so rum. Also müssen wir da draus einen richtigen schönen Zwergplaneten machen. Mit Durchmesser von 629 Kilometer. Also das ist sowas von ein Zwergplanet. Noch mehr Zwergi-mäßig geht schon gar nicht. Schau mal, was das für eine Erdmasse hat. Nicht mal 1%. So, jetzt. Vielleicht können wir hier dadurch einen Planeteneinschlag erleben. So. Bis es mal den Umlaufbahn hier schneidet. Und schneidet es. Ja, so, Umlaufbahn geschnitten. Nochmal sicher gehen, so. Das hat jetzt einen sehr stark exzentrischen Umlaufbahn. 0% Wasser. Na gut, die Atmosphäre ist ein bisschen fett. Die machen wir ein bisschen dünner. So, das ist gut. Ah ja, habe was ganz vergessen. Da Zwergplanet hinschreiben. Wird man dann die Orientierung gerne nicht verlieren. Zwergplanet. So, Dekun ist ein Zwergplanet. So, jetzt kommt unser vorletzter Zwergplanet. Das machen wir ganz außen hin. Das ist auch extrem klein. So. Mach mal so mit der Umlaufbahn und den Stern herum. Und setzen den Albedo auf 0,39 mit einem extrem niedrigen Atmosphärendruck. Jetzt kommt unser letzter Zwergplanet. Der umkreist den Stern extrem weit außen. So. Naja, den lass mal ein bisschen größer sein. So, richtig. 23,7 Stunden Rotationszeit, das ist prima. Auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn. So, Silikat. 19% Albedo. So, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir werden das Ganze natürlich auch mal durchspielen lassen. Das machen wir jetzt am besten. Das Video geht jetzt mal in die Verlängerung. Und jetzt spielen wir mal dieses Sonnensystem mal durch. Genau. Und was dann jetzt nämlich bei rauskommt, werdet ihr natürlich im zweiten Teil dann sehen. Da werde ich solche Karten erstellen, wo man die ganzen Erkenntnissen, was man aus diesen Sonnensystemen gewinnen kann, draufschreiben werden. Und dann
machen wir weiter. Danke fürs Zusehen. Lasst gern ein Like da. Auf Wiedersehen. Tschüssi.